Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und heute geht es weiter mit dem Saisonrückblick und zwar mit dem SC Freiburg. Ihr durft ja wieder abstimmen, welches Team ihr sehen wollt. Freiburg hatte wirklich deutlich die meisten Stimmen. Und deswegen geht es heute um den Sportclub und die vergangene Saison. Wie gut war Freiburg dort? Was waren die Ziele? Und vor allen Dingen auch, wie kann man dann die Saison schlussendlich bewerten? Erst einmal beginnen wir mit der Erwartung an die Freiburger vor der Saison. Denn es war mal wieder klar, man hat wieder Leistungsträger verloren, die man ersetzen musste. Und somit hatte man dann wieder gewusst, der Abstiegskampf ist wie immer möglich. Freiburg setzt sich nicht zu hohe Ziele. Es gab ja auch mal eine Zeit, wo man die Europa League erreichen konnte, dann im Jahr hinauf extremst gescheitert ist, auch mal abgestiegen ist. Deswegen setzt man sich auch richtig so nicht allzu hohe Ziele, weil man auch jedes Jahr fast immer von vorn anfängt, weil man eben die besten Spieler oftmals verliert. Trotzdem haben wir schon so als bestimmtes Ziel, man würde schon gerne im Tabellenmittelfeld landen. Daran hat man sich dann eben während der Saison auch orientiert. Gucken wir mal auf den Tabellenverlauf der Freiburger und anhand dessen kann man wirklich gut erkennen, wie gut jetzt die Saison war oder wie schlecht sie war. Denn wir sehen ja auch, es hatte kaum riesengroße Schwankungen. Also man war eigentlich immer zwischen Platz 10 und Platz 13 zu finden. Klar, klammern wir jetzt mal die ersten 3-4 Spieltage aus. Ich denke mal, das Auftaktprogramm war eben auch hammerhart mit Frankfurt, mit Hoffenheim und eben auch mit Wolfsburg, die ja überraschenderweise zu der Phase extremst gut drauf waren. Dann hat man eben hat man Schalke zu Hause geschlagen, dadurch ist man auf Platz 10 geklettert, dann wieder auf Platz 13 zurückgefallen. Also man muss eigentlich gar nicht spezifisch über irgendwelche Spiele sprechen, weil eben man sehr, sehr gut sehen kann, dass zwischen Platz 10 und Platz 13 genau das Gebiet war, wo Freiburg ja wiedergefunden wurde, hinterher in einer Rückrunde nur zwischen Platz 11 und Platz 13, hat man sich irgendwann auch auf Platz 13 sozusagen festgesetzt und ist dort auch geblieben. Mit dem Abstiegskampf hatte man jetzt nicht zwingend was zu tun, also man war immer mal wieder drin oder man hätte immer wieder reinrutschen können, aber weil eben darunter die Teams wie Augsburg, Schalke, Stuttgart und eben erst recht Hannover und Nürnberg so schwache Leistungen gebracht haben, rutschte Freiburg eigentlich nie wirklich in Gefahr, 16., 17. oder 18. zu werden. Ich denke mal, das ist auch die Hauptsache. Man ist wirklich auch souverän 13. geworden. Den 13. Platz hatte man dann am Ende auch inne. Es ist nicht wirklich viel passiert in diesem Jahr. Wie gesagt, zwischen Platz 10 und Platz 13 hat man sich eigentlich immer wiedergefunden. Gucken wir mal auf die Top 11 der Saison der Freiburger. Und da ist im Tor natürlich Schwolo. Da ist jetzt ein kleiner Rechtschreibfehler, verzeiht mir das. Also im Tor Schwolo natürlich, logischerweise ganz, ganz starke Saison gespielt. Hat sicherlich auch damit aufmerksam gemacht auf manch andere Vereine. Viererkette stellt sich eigentlich von selbst auf Christian Günther. Der einzige Linksverteidiger im Kader hat mal wieder eine enorm gute Saison gespielt. Kriegt er nun aber auch neue Konkurrenz mit Gianluca Itta. Doppel-Innenverteidigung, wenn man das so sagen möchte. Dominik Heinz, Neuzugang von Köln, hat direkt mal richtig gut eingeschlagen. Neben ihm überraschenderweise Manuel Gulde. Der hat sich da wirklich etabliert. Klar, hängt auch damit zusammen, dass Robin Koch eher ins Mittelfeld vorgerückt ist und Philipp Lienhardt auch oftmals verletzt war. Dadurch konnte Gulde zeigen, was er drauf hat. Und Lukas Kübler haben sicherlich auch nicht viele vor der Saison erwartet, dass er den Stammplatz von Pascal Stenzel holt. Dann Doppel-6, wie gesagt, Robin Koch ist eins vorgerückt, hat dort extrem überzeugen können. Neben ihm Dauerbrenner Mike Franz. Dann die Außen, Yannick Cabra natürlich, der muss in dieser Top-11 logischerweise zu finden sein. Hier jetzt mal im rechten Mittelfeld, kann er auch zentral spielen, kann auch als hängende Spitze spielen. Ein sehr, sehr flexibler und wichtiger Mann für den SC Freiburg. Und links natürlich Vincenzo Grifo, auch wenn er nur die Rückrunde bei Freiburg verbracht hat, hat er mal wieder gezeigt, wie gut er einfach im Schwarzwald funktioniert. Grifo und Freiburg, das passt einfach wie Faust aufs Auge. Und vorne natürlich Nils Petersen, wer auch sonst der Top-Torjäger, und Gianluca Waldschmidt, der sich endlich mal in der Bundesliga etabliert hat, konnte endlich mal zeigen, was er drauf hat, eine richtig gute Premierensaison gespielt bei Freiburg, hat eben auch Niederlechner verdrängt im Sturm und sich den Stammplatz geholt und ich denke mal, dass diese Top-11 auf jeden Fall vollkommen in Ordnung geht. Weiter geht's mit dem Spieler der Saison, also jetzt darfst du wieder abstimmen, wer für dich der Freiburger Spieler der Saison ist, ich stelle wieder 5 Namen zur Auswahl und du darfst eben entscheiden. Natürlich darf bei so einem Spieler der Saison der Topscorer nicht fehlen. Das ist ganz klar Nils Petersen. Im vorletzten Jahr war er oftmals noch Joker. Da hat vor allen Dingen auch Niederlechner im Sturm gespielt. Nun hat sich Petersen endgültig auch wieder als Stammspieler etabliert und hat gezeigt, was er drauf hat und vor allen Dingen auch, wie wichtig er auch menschlich für die Mannschaft ist. Alexander Schwolo, ein ganz, ganz starker Keeper, den Freiburg dort hat, hat er sicherlich auch die Interessenten auf sich gezogen. Ob er bleibt oder nicht, wird man sehen. Fakt ist, er hat eine richtig, richtig gute Saison gespielt. Luca Waldschmidt, habe ich schon angesprochen, der U21-Nationalstürmer, hat sich durchgesetzt in Freiburg, kam er aus Hamburg für
schon für Freiburger Verhältnisse viel Geld, hat ja knapp 5 Millionen Euro gekostet, war schon viel investiertes Geld, was man damals gezahlt hat, weil er eben zuvor in Hamburg nicht überzeugen konnte, aber in Freiburg unter Christian Streich hat er wirklich auch gezeigt, was er drauf hat. Vincenzo Grifo muss man eigentlich nicht viel zu sagen. Bei Hoffenheim hat er nicht wirklich funktioniert, bei Gladbach zuvor auch nicht. Es folgte nun also die Leihe nach Freiburg und dort hat er wieder genau das gezeigt, was man sich erhofft hat in Freiburg. Und genau das, was er eben auch schon vor Jahren dort gezeigt hat. Also der passt da einfach optimal hin und hat eine richtig, richtig gute Rückrunde gespielt. Wer nicht fehlen darf, ist Christian Günther. Der geht eigentlich immer so ein bisschen unter, weil er einfach jedes Spiel auf dem Platz steht, weil er gar nicht so auffällig spielt. Aber er ist wirklich ganz, ganz wichtig für Freiburgs Spiel, auch in Sachen Umschaltspiel, im Spiel nach vorne und defensiv macht er seine Hausaufgaben eh immer. Also, du darfst gerne abstimmen, wer für dich der Freiburger Spieler der Saison ist. Kommen wir nun zur abschließenden Bewertung der Freiburger, denn die Erwartung wurde erfüllt. Ich meine, das muss man so ganz klar sagen, der Abstieg konnte verhindert werden, man ist im Tabellenmittelfeld gelandet und man muss ja auch wirklich sagen, der Abstieg wurde souverän verhindert, man war nie auf Tabellenplatz 16, 17 oder 18 zu finden. Gut, am ersten Spieltag war das jetzt nochmal was anderes, aber das sollte jetzt keine Rolle spielen. Man war nie wirklich unten zu finden, man war immer auf Platz 10 bis Platz 13 und somit konnte man souverän im Tabellenmittelfeld landen. Genau das, was man wollte, auch wenn es immer am Ende Platz 13 wurde, man hätte sich sicherlich auch gerne gewünscht, dass es Platz 11, 10 oder vielleicht sogar 9 wurde. Deswegen gibt es von mir die Note 3. Souveräne Saison, souveräne Note, ich denke mal, das passt auf jeden Fall gut zusammen. Im nächsten Video geht es dann weiter mit dem FC Augsburg, dem ersten FC Köln oder Mainz 05. Stimmt gerne ab und dann sehen wir uns genau dort wieder.